Hallo liebe Gartenfreunde, in diesem Video geht es um Aussaat April und was in diesem Monat schon alles in die Erde kann. Im April kannst du nämlich schon ganz viele wärmeliebenden Pflänzchen vorziehen. Und zwar werden wir heute Zucchinis vorziehen. Das ist eine grüne Zucchini, ich habe aber aus dem eigenen Saatgut noch die gelben Zucchinis. Dann werden wir Fenchel vorziehen und verschiedene Gurkensorten. Und zwar habe ich hier eine Gurke, Salatgurke Tania, und Einlegegurken habe ich auch aus dem eigenen Saatgut, sowie die mexikanische Mini-Gurke. Dann kannst du schon Mitte, Ende April die Hülsenfrüchte vorziehen. Dabei musst du das Wetter im Auge behalten. Die Hülsenfrüchte, die wachsen nämlich so schnell. Es ist ein perfektes Gemüse, was du mit deinen Kindern zusammen vorziehen kannst. Die wachsen nämlich unheimlich schnell und die Kinder können beim Wachsen quasi zusehen. Wir werden die Stangenbohnen vorziehen, die kannst du aber auch ab Mitte Mai im Direktsaat im Garten aussehen. Wir mögen es aber auch vorzuziehen, weil, wie gesagt, das macht Spaß, dem Gemüse beim Wachsen zuzusehen. Und worauf ich mich am allermeisten freue, sind die Kürbisse. Bis jetzt hatte ich zwei Lieblingssorten, und zwar die Hokkaido-Kürbisse und die Zucca, italienischer Riesenkürbis. Die schmecken so unglaublich lecker und die kann man auch ewig halten. Die halten sich selbst bei Zimmertemperatur mindestens 6 Monate. Und ja, wie gesagt, daraus kann man Süßspeisen zubereiten, Nudeln oder Gnocchis, Suppen, ja, und viel, viel mehr. Aber weil der Kürbis zum größten Teil bei der Selbstversorgung dazugehört, werde ich viele verschiedene Kürbisse ausprobieren. Hier habe ich 8 verschiedene Sorten und noch 2 sowie Zucker, also insgesamt 11 Sorten, die wir dieses Jahr in die Erde stecken werden. Darauf bin ich sehr, sehr gespannt. Und was noch alles im Direktsaat in die Erde kommen kann, das siehst du auch in diesem Video. Ach ja, und weil das Wetter draußen sehr schön ist, werden wir das Ganze jetzt nach draußen verlagern und auf der Terrasse bei dem schönen Wetter unsere Aussaat- und Pikierstation aufbauen. Denn im April kannst du auch schon einige Gemüse pikieren, die du im März ausgesät hast, wie zum Beispiel die Tomaten oder die verschiedenen Kohlsorten. Und das werden wir jetzt in Angriff nehmen. Die Erde habe ich schon zusammengemischt aus Aussaaterde und Gemüseerde und werde sie gleich in die Blumentöpfe verteilen. Ja, es sieht nach viel aus, sind einige Blumentöpfe. Ich werde jeweils 2 Samen in einen Topf stecken, deswegen sind die Töpfe etwas größer. Die Kürbisgewächse, die brauchen auch Menge Platz und die bleiben ja in diesen Töpfen, bis wir sie im Garten auspflanzen werden. Die Kürbisgewächse, Zucchinis und Gurken pikiert man nicht, die mögen das nicht. So, dann werden wir das alles schön beschriften. Ich mache das vorher, damit ich weiß, welches Saat wo reinkommt und wir es später nicht verwechseln. Hi.
Ja, es werden einige Kürbisse dieses Jahr sein. Da bin ich wirklich gespannt, was alles hier in unserem Garten wachsen wird. Und falls dir das Video bis jetzt gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Und los geht es mit unseren Aussaaten. Wie du sehen kannst, haben wir die Pringles-Dosen recycelt. Das finde ich eine super Angelegenheit. Viel zu schade, die wegzuschmeißen. Und so kann man die als Saataufbewahrungsbox benutzen. Wir haben auch andere Sachen recycelt. Das siehst du gleich. Und die finde ich nicht so praktisch. Aber die Pringles-Dosen, die sind wirklich gut. Ja, hier habe ich Gurken. Oder Zucchinis, sieht man so schlecht. Ich glaube, das sind die gelben Zucchinis. Jeweils zwei Stück, falls die eine nicht aufgeht. Davon habe ich zwei. Ich werde von Zucchinis insgesamt vier Töpfchen bepflanzen. Zwei mit gelben Zucchini und zwei mit grünen. Dann haben wir die Einlegegurke, meine ich, aus dem eigenen Saatgut. Ja, genau das meine ich. Das sind die anderen Aufbewahrungsboxen. Wenn man die aufmacht, da springt das Saatgut dir schon entgegen und die sind nicht so praktisch. Als Untersetzer benutze ich gerne die Schuhwanne, die ist sehr stabil und groß genug und hat sich mit der Zeit sehr bewährt. Dann weiter geht es mit der Salatgurke Tanja. Mache ich auch zwei Töpfe, jeweils zwei Samen. Und hier habe ich die Honigmelone. Das sieht mir ganz nach Zucchini aus. Genau, das ist dann wahrscheinlich die gelbe Zucchini oder die grüne. Ich habe den Überblick verloren. Ja, und weiter geht es mit den Kürbissen. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, welche Kürbisse sich bewähren und wie gut die schmecken. Die meisten Kürbisgewächse brauchen eine Tiefe von 2 cm und dafür benutze ich ein Pikierstäbchen. Das hat sich auch gut bewährt. Ist das nicht schön? Schaut mal diese Vielfalt an. Die Tütchen sehen auch so wunderschön, so hübsch aus. Es war mir fast zu schade, die aufzureißen. Insbesondere freue ich mich auf diese Sorte, die Pink Banana. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie die schmecken wird. Ja, ich habe noch gar nicht erzählt, was für Sorten ich hier angebaut habe. Das war Muskatkürbis, Speisekürbis, Riesenkürbis, Ölkürbis, weißer Kürbis, Halloweenkürbis, Hokkaido und Spaghettikürbis haben wir in die Erde gebracht. Ach ja, und Zucker, genau, Zucker aus meinem eigenen Saatgut.
Ja, schön angießen. Die brauchen am Anfang sehr feuchte Erde, damit die gut keimen können. Und hier kommen ein paar Impressionen aus der Küche. Diesen Riesenkürbis, italienischen Kürbiszucker, haben wir im Februar angeschnitten. Ja, schaut mal, was für schöne Farbe er hat. Die Anna wollte unbedingt mitmachen beim Schälen. Das macht ihr auch Riesenspaß. Das sieht man wahrscheinlich. Ist nicht so einfach, aber das kriegt man mit dem einfachen Spargelschäler geschält. Dann hat sie den Kürbis auch ausgenommen. Das wollte sie auch unbedingt selber machen. Schaut mal, wie viel Samen er hat. Ja, und so sah unsere zweite Tiefkühltruhe aus. Da war nur noch dieser Zuckerkürbis drin. Ich glaube, mit zwei Tiefkühltruhen kommen wir dieses Jahr nicht mehr aus. Ja, und wie man es hier sieht, wir haben ganz viele Kürbissuppen hier gekocht. Einmal mit Parmesan und Chia, nee, Leinsamen waren das. Man kann auch Kürbiskerne nehmen. Dann einmal mit Balsamico-Essig hier ein schönes Spinnennetz gemalt. Ja, der Kürbis ist sehr, sehr vielfältig. Hier wird schon der Teig für unsere Kürbis-Gnocchis zubereitet. Den Tiefkühlkürbis haben wir püriert, dazu Kartoffelpüree geben und ein Ei, Salz und Pfeffer, alles ordentlich verrühren. Ja, die Anna macht schon wieder mit und freut sich, hat sehr viel Spaß daran. Genau, dann kommt noch Mehl dazu und alles ordentlich verrühren und zu einem Teig formen. Genau, dann die Gnocchis daraus schneiden. Geht ganz einfach und die schmecken auch wunderbar. Nachmachen lohnt sich. Es schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Nun wurde draußen sehr ungemütlich und ich habe mich wieder nach innen verzogen. Weiter geht es mit den Bohnen. Ich habe mich dazu entschieden, nur die Stangenbohnen vorzuziehen. Die Buschbohnen werde ich dann später im Jahr im Direktsaat in die Beete stecken. Ab Mitte Mai kannst du alle Bohnen im Direktsaat sehen. Und ja, das ist bis Mitte Juni noch möglich. Die dicke Bohne und Buschbohnen kannst du sogar mehrmals im Jahr anbauen. Im Frühjahr und im Spätsommer nochmal. Übrigens, du musst nicht immer die Quickpot-Platten für dein Aussaat benutzen. Du kannst dafür auch, wie ich hier, die Obstschalen verwenden oder die kleinen Quickpot-Platten vom Baumarkt. Die halten wirklich jahrelang und falls du auch schon mal Blümchen oder andere Pflänzchen vom Baumarkt geholt hast, dann unbedingt die Schalen aufbewahren und upcyclen. Eine gute Gelegenheit. Ja, und hier siehst du das Saatgut von der mexikanischen Mini-Gurke. Sehr, sehr mickrig. Und weil die nicht so gut keimen, werde ich ein paar mehr davon aussehen. Saattiefe 1 cm, Keimung 10-15 Tage bei 20 bis 22 Grad. Weiter geht es mit dem Rosenkohl. Das empfiehlt sich auch schon im April auszusehen, damit die Pflänzchen im Winter schön groß sind. Die brauchen eine längere Vorlaufzeit. Beim Palmkohl und Grünkohl sieht es ein bisschen anders aus. Die kannst du im Juni oder Juli noch vorziehen.
Ja, und Knollenfenchel darf in einem Gemüsegarten natürlich auch nicht fehlen. Das ist ein etwas schwieriges Gemüse. Es ist nicht einfach, das perfekte Zeitraum dafür zu finden. Wenn es zu heiß ist, schießt er ganz schnell. Wenn es zu kalt ist, tut es dem Gemüse auch nicht gut. Eine kleine Prinzessin zwischen den Gemüsepflänzchen. Dann ziehen wir noch ein paar Maispflänzchen vor, aber wirklich nur ein paar. Ab Mitte Mai, wie gesagt, kannst du das im Direktsaat erledigen und hast du hoffentlich dann später im Jahr die versetzte Ernte. Das machen wir nämlich sehr, sehr gerne. Wir sehen mehrmals im Jahr verschiedene Gemüsepflänzchen, wie zum Beispiel Salat oder verschiedene Kohlpflänzchen. Die Kohlrabi zum Beispiel kannst du mehrmals im Jahr bestellen, weil die schnell wachsendes Gemüse sind. Und dann hast du mehrfach im Jahr eine hoffentlich gute Ernte. Im April kannst du auch schon was fürs Auge aussehen. Das ist wichtig, vor allem für die Insektenwelt. Die Blüten locken sehr viele Bienchen und andere Insekten an und die sorgen wiederum fürs Bestäuben deiner Gemüsepflänzchen. Ja, und hier siehst du die Brokkolipflänzchen. Die sind schon ziemlich lang geworden, deswegen geht es an Pikieren. Die Quickpot-Platten mit Erde befüllen. Alles, was nicht da reingehört, raus damit. Die Erde schön verteilen. Übrigens, vor ein paar Jahren habe ich mir diese günstigen Quickpot-Platten gekauft und ich bin damit überhaupt nicht zufrieden. Die werden schon richtig porös. Nach einer Saison sind die schon fast am Zerbrechen. Ja, hier schüttele ich den Kopf. Schaut mal, wie das aussieht. Nach einmal benutzen und die sind nicht. Das ist einfach nur Umweltverschmutzung. Kauft euch sowas niemals, lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und die vernünftigen, guten, festen Quickpot-Platten kaufen. Ja, hier siehst du, wie lang schon unser Brokkoli geworden ist. Höchste Zeit, es umzupflanzen. Die vergeien manchmal, wenn die zu wenig Licht haben. Ja, schau mal, das ist schon viel zu lang. Und ja, jetzt veranstalten wir quasi eine kleine Pikierparty. Es kommt Brokkoli raus, Mangold und rote Beete. Ich habe leider schon vergessen, was ich da alles ausgepflanzt habe. Die Quickpot-Platte steht bei mir im Gewächshaus, also kann ich schlecht nachschauen. Aber es ist einiges, was wir jetzt pikieren. Ja, und angießen natürlich nicht vergessen. Du kannst jetzt auch schon einiges im Direktsaat im Garten ausbringen. Das sind Erbsen, Radieschen, Dill, Petersilie, Mangold, Rüben, Salat oder Rauke kannst du aussehen. Und Spinat geht auch noch.
Jetzt Anfang April kannst du noch Spinat aussehen. Später im Jahr würde ich das nicht mehr machen, der wird nur noch schießen. Du kannst aber dann Ende August, Anfang September nochmal Spinat sehen und hast dann hoffentlich im Oktober eine Ernte. Und falls du im April auch so reiche Ernte haben möchtest, dann empfehle ich dir Spinat bereits im November, Dezember auszusehen. Und die Radieschen können bereits im Februar ausgesät werden und ca. 6 Wochen später hast du auch schon eine ordentliche Ernte. Das war's auch schon mit diesem Video. Lass gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Darüber werde ich mich wirklich freuen. Abonniere gerne den Kanal, falls noch nicht geschehen. Das hilft uns enorm, um hier zu wachsen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.